Willkommen zurück zu einer neuen dentalösen Folge. Freitag der 13. mit Greis, der aus alten Zahnspangen komische Instrumente für Kinder schnitzt. Dentalösen? Du hast das so auf dem Zettel. Naja, ich bin jetzt, nachdem alle Menschen bestätigt haben, dass die Mundorgel das allerbeste Instrument der Welt ist. Weil so du sie mit deiner Propaganda dazu hinmanipuliert hast. Nicht, ja, überhaupt doch, nicht. Doch schon. Nein. Ich habe auch gestern den Leuten erzählt, dass du eigentlich gesagt hast, dadurch, dass ich ein Bolle-Fan bin, eigentlich sehr rechts stehe. Das stimmt doch überhaupt gar nicht. Das ist so Quatsch. Ich habe nur gesagt, dass dieses Liedgut in diesem Text sehr, sehr fragwürdige Dinge vorkommen. Finde ich eigentlich gar nicht. Ach so, nö, das ist okay. Gäste, das muss ja nicht Ausländer sein, das kann ja alles sein. Und ja, aber dass Bolle in der Öffentlichkeit 5 Leute absticht und sich dabei köstlich amüsiert. Naja, in so einer Stecherei, so, das geht ja jeder. Genau, also, ja. Du bist halt Dorf, das ist typisch Dorf. Ja, nee. Überhaupt nicht. Ich komme aus dem Dorf, vom Dorf. Ja, ich auch. Ab ich dem Dorf. Ja, da ist es so. Da wird ab und zu mal ein bisschen ansticheln, nennt man das. Nee, war nie so. Bei mir nie. Also ich komme aus einer heilen Welt. Ich finde, dass man das Lied Bolle nicht unbedingt verbieten muss. Hat doch kein Mensch gesagt. Ja, aber es gibt eine Petition dafür. Wusstest du das? Ja, es gibt halt. Wie gesagt, es muss nicht unbedingt sein. So, es zerstört auch niemanden. Es ist jetzt keiner ist irgendwann mal im Gefängnis gelandet und hat gesagt, ja, entschuldigen Sie, Herr Meier, warum haben Sie denn die Leute alle abgestochen? Naja, ich fand das Bolle-Lied früher cool als Kind. Das ist noch nie vorgekommen. Ja, wissen das stimmt. Wissen wir nicht. So, nee, das wäre sicherlich schon irgendwo mal zu lesen gewesen. Der Bolle-Mörder 87, kennst du nicht? Ja, aber, ne, so. Aber trotzdem ist es halt nicht mehr zeitgemäß, sagen wir es so. Ne? Man ja, könnte es auch anders verpacken einfach. Ne? Ja, aber nicht ich meine ja nur, da kann man auch wieder viel reininterpretieren. Ich meine, fremder Natürlich. Gast kann ja jetzt alles sein. Kann ja auch vom Nachbardorf irgendwelche Leute sein. Kannst in fast jedes Lied, was auf irgendwelchen Schützenfestern gesungen wird. Oh, ich habe Sprit. Ich habe auch Sprit. Na toll, dann lege ich meinen Sprit wieder hier hin. Ja, wieso denn? Ja, was soll ich denn? Kommt drauf an, wo du reinspritzen willst mit deinem Sprit. Ich weiß, was ist denn eigentlich Killer? Ach, ein Eierkopf natürlich. Weißt du, man merkt wieder, das ist so eine Hacky-Lobby, ne? So eine Hacky-Lobby. Irgendwie glitscht der Hack-Dude. Alles glitscht, irgendwie. Ja, man merkt richtig, dass da Eier im Spiel sind. Das ist wieder Fremdei. Fremdei im Spiel. Doch, das ist so eine. Doch, das ist Fremdei im Spiel. Kann Eierkopf eigentlich auch die Namen von den Spielern. Ich weiß gar nicht, ich habe da noch nie drauf geachtet. Sehe ich die Namen von den Spielern als Jason? Ich weiß es jetzt auch nicht, aber Eierkopf kann ja im Prinzip alles. Also das ist jetzt eine schlechte Fragestellung. Weil im Endeffekt kann der Mann, wenn er will, die Zeit einfrieren hier in dem Spiel. Haben wir ja vorhin gesehen, wir waren in der Lobby, da hat er gesagt, soll ich euch mal was Witziges zeigen? Wir so, nee, lass doch Eierkopf. Und bumm, waren alle eingefroren. Er so, ha, lustig, oder? Und ich so, nee. Eben nicht. Weißt du, wir wollen hier eine Runde aufnehmen. Wir haben jetzt schon wieder irgendwie. Auf einmal hatten alle einen Eierkopf. Ja, fand ich aber nicht witzig. Wie hießen die nochmal, Alter? Coneheads. Die Coneheads, ey. Das war auch so richtig, das ist verstörend. Naja, wo beim Zahnarzt war, meinst du? Ja, ja, so, überhaupt, Alter, so. Ne, wie die halt reden und wie er die ganze Zeit guckt und so. Ne, das weiß ich nicht. Als das Kind? Da würde ich meinem Kind dann doch eher lieber wieder die Mundorgel zeigen. So. Also mein Onkel Bart hat mir meine Mundorgel gezeigt und seitdem bin ich ein anderer Mensch. Also ich weiß das nicht. Das haben gestern auch sehr viele Leute geschrieben. Guck mal, Dontex, hier ist. Was ist heute die Zahnarztrunde? Ist heute Zahnarzt? Ja, natürlich. Parodontex. Weil auch alle wieder hier am Durchdrehen sind. Weil Eierkopf auch wieder alle schlachten wird, weil er unsterblicher Glitch-Rollerskate-Jason ist. Rollerskate-Jason. Ist dir nicht aufgefallen, dass sie wie auf Schienen geht? Okay, ich habe eine Batterie auch hier oben. Ich habe hier irgendwie. Ich brauche mal eine Map oder sowas Cooles. Ah, da ist Batterie eine. Und Sprit, hilfst du mir mal? Oder eher nicht so? Ich habe jetzt erstmal eine Map. So. Okay, alle sind da unten an der Packneck. Ja, weil Eierkopf diesen Magnetmod anhat. Ich komme von Flat Rock, da habe ich das Benzin hingelegt. Oh, viele. Oh. Wer läuft da hinten durch den Wald? Er jagt irgendein russisches Mädchen, hat gesagt, mit der will er irgendwas mit ihrer Augenhöhle. Die will er auskratzen und. Tommy Harris ist eingetroffen. Und daraus irgendein pfeifendes Instrument formen. Ich habe jetzt noch nicht genug darauf geachtet, ob hier irgendwo eine Schraube liegt. Mist. Ich wünschte, ich hätte es getan. Was macht der denn hier? Was geht denn hier schon wieder? Ja, der macht den Packneck Superdance. Hier, bitteschön. Packneck. Was? Ich habe die
Kleine habe ich gerettet. Eierkopf sagt, I give a shit. Ich mache einen Smack-Mack. Smack-Mack? I'm Smack-Man, hat er gesagt. Bi-ba-ba-ba-da-dap. Ich höre hier irgendwelche... Aber da unten liegt die Sicherung, da liegt Sprit, da liegt Benzin. Ja, alles da unten beim Auto. Eierkopf hat so leichtes Spiel. Gab es nämlich auch diesen Film, Leichtes Spiel mit Eierkopf? Ja, Leichtes Spiel mit Eierkopf. Jetzt also, suche ich gerade nochmal dasselbe Haus. Ey, ich bin auch manchmal echt super verstrahlt, ne? Das ist halt einfach so. Also eigentlich immer. Ja, aber das macht nichts. Dafür bin ich nett zu anderen. Und deswegen ist das cool. Deine Volksschullehrerin ist Gloria Hohle. Ich meine, was erwartet man von jemandem? Gloria Hohle. Ja, ja. Mein Erdkundelehrer hieß Christian Stender. Ja, aber seine Cousine, die war noch schlimmer. Die hat Geschichte unterrichtet, die ist Christiane Morgenlatte. Ja. Christiane Latte. Es wäre so mies, wenn du Latte mit Nachnamen heißt und das Kind Christiane nennst. Also. Ey, das gibt's ja nicht. Hier liegt alles rum, aber ich kann nichts machen. Ich will halt nochmal schauen, ob Alter, wie unfair. Er schlägt auch nur noch, ne? Er ist nur noch am Schlagen. Geh doch Richtung Boot und such die Schraube mit mir. Wir sind die letzten beiden, ist ja schon klar. Echt, jetzt hat er die alle gelunzt? Ja, ja, ja. Der hat die alle gelunzt. Alter, hat er die gelunzt. Scheiße. Weil der nur am Hacken ist. Der greift auch nicht mehr. Er schlägt nur noch zu. Ist auch, ja klar, weil er Messerangst hat. Ja, hat Messerangst. Er hat doch hier oben den... Alter, es ist nervig. Alter, es ist nervig. Komm schon. Der Eierzopf, keine Chance. Der Eierkopf, der holt sie sich alle. Was? Ich bin tot, weil er hier... Der hat alle am Auto... Keine Chance. Du kannst ihn nicht schlagen, du kannst ihn nicht treffen, du kannst ihn nicht mit Crackern lahmlegen, kannst nichts machen. Aber wieso nicht? Ja, weil der halt God-Mode oder sowas anhat. Wirst du gleich sehen. Ne, wirst du gleich sehen. Oh! Guck dir, das kann alles. Vielleicht bei dir macht er noch ein bisschen so... Ja, Gnade vor Recht, weißt du so. Ja. Gut. Kreis ist alt, verwirrt und hält sich für einen Maultrommelkünstler. Ja. Weißt du, hat er Mitleid mit dem alten Jeller. Wirst du gleich sehen, die Cracker bringen nichts. Er hat Crackerresistenz. Guck, das bringt einfach gar nichts. Während bei anderen Jasons, ja, hier, zack, er wird dich auch nicht griepschen. Er wird dich auch nicht griepschen. Ist mir egal. Ja, er ist ja direkt zum Spawn vom Chavez, ist ja teleportiert. Und hat ihn direkt abgefangen. Der spawnt und war schon in seiner Hand im Grunde. Das hat der war schon unten. In der Hand von Jason. Da rennt einer mit Sprit am Boot entlang. Ah! Ui. Ah, oh, mein Deo! Ja, er hatte dir aus der Hand geschlagen. Ich konnte mich nicht mal deodorieren. Er hat dir das Deo einfach aus der Hand geklopft. So ist euer Kopf drauf. Oder wie wir ihn halt in Fachkreisen nennen, Schummelkopf. Ich hab meine Beine verloren. Aber die Maske haben sie ihm schon runtergedengelt, ne? Nee, die hat er selbst abgelegt, damit man seinen schrecklichen Eierkopf sehen kann. Hat er selbst abgelegt. Er hat gesagt, guck hier, ich schäme mich meiner deformierten Kopfstatur nicht. Guck mal, auch die Kills laufen bei ihm viel schneller ab, siehst du? Ist wie vorgespult. Ja, stimmt. Ich bin hier reingekommen, zack. Ja, zack. Hä? Ich kann nicht mal mehr den Kill sehen. Ich wurde irgendwie aufs Lagerfeuer teleportiert und auf einmal war ich gestorben. Weil er will halt nicht, dass du gestorben Hex siehst. War halt wieder schmutzig. Mommy is proud of you, Jason. Ich meine, wir haben ja gesehen, wie er auch schon auf einem Benzinkanister ist er auch mal geritten. Er ist einfach auf diesen Benzinkanister, hat irgendwie zwischen die Beine geklemmt, ist davon geritten. Eierkopf halt, ne? Der Mann hat Methoden drauf, da schlackern andere mit den Ohren. Ja, allerdings.
Oh Mann, oh. Warum eigentlich immer Pacanaca? Ich weiß nicht, die Leute lieben diesen Ort aus irgendeinem Grund. Die Leute lieben Pacanaca. Alle wollen Pacanacken. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht direkt im Telefonhaus wieder gespawnt hier. Ich bin direkt hier im Funkehaus und kann direkt den Chavesso. Das ist schon mal gut. No, er macht hier echt einen Strom jetzt direkt aus, das gibt's doch nicht. Wir müssen in der Nähe von dem Telefon sein. Oi, 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 Kreis hat kein Glück. Nee, diesmal nicht. Das ist echt immer Glückssache, so wo du spawnst halt, ne? Ja, klar, natürlich. Weil im Endeffekt spawnst du halt... Ja, er ist schon hier irgendwo, ich höre auf jeden Fall seine... Ja, aber er kann dich auch nicht sehen, das ist das Gute. Wenn du jetzt weggehst, er hat noch nicht diese Fähigkeit, dass er dich sehen kann. Wo bist du denn? Was steht da irgendwie? Der ist hier im Haus schon, glaube ich. Aber das wird dann wohl das Sicherungshaus sein, falls wir eine Sicherung finden. Ich bin bei Birch Ridge. Irgendjemand stirbt. Ich habe eben gerade einen sehr lauten Schrei in der Ferne gehört. Warst du das? Nee, noch nicht. Eine Karte habe ich. Ich bin direkt hier bei einem Auto, aber ich habe nothing for the car, man. Also ich bin hier beim Viersitzer. Boah, ich bin wieder ganz unten am anderen Ende quasi. Eine Karte? Ja, ja. Irgendjemand ist auch hier auf der Hauptstraße unterwegs. Das bin ich. Ach so, Alter. Ja, sag ich ja, aber ich war halt da ganz unten in der Ecke in dem Haus. Ich hab eine Batterie. Aber kann gut sein, also im Moment habe ich das Gefühl, er hat von mir abgelassen. Naja, im Moment leben noch alle. Er hat auch niemanden getötet. Trotz Rumgestöhne. Ich habe schon mal eine Batterie. Irgendjemand rennt hier auch beim Auto rum. Wird hier irgendwas gemacht? Yo, getankt. Ich hau meine Batterie rein und dann brauchen wir nur noch einen Schlüssel. Oh nein, ich höre ihn hier bei mir. What? Wo? Irgendwo schreien Leute, ich weiß es nicht. Reparieren? Alles klar, Auto ist komplett repariert. Viersitzer? Ja. Hm. Hoch ist verwunschener Bootshaus. Das verwunschene Okay, hier ist glaube ich die Sicherung. Ja, hier ist Sicherungskasten. Am Bootshaus. Yep, und nicht vermint. Ich wette, der Schlüssel war irgendwo da oben, wo er mich als erstes verfolgt hat. Und deswegen kriegen wir jetzt nie einen Schlüssel, weil ich jetzt woanders bin. Aber wenn jetzt hier eine Sicherung drin wäre, das wäre so göttlich. Ich nehme wenigstens mal eine Axt mit. Für unterwegs vielleicht. Alter, hier liegt ein Messer im Regal. Aber in so einem offenen Regal. Habe ich auch noch nie gesehen. Hier rennt noch einer mit einer Batterie. Irgendjemand hat einen Schlüssel? Da rennen Leute doch zum Auto. Da geht doch irgendwas am Auto gleich. Ich habe zwei Messer in der Tasche. Ne, er ist mit einer Batterie auf jeden Fall zum Auto gelaufen. Ja, aber hier beim Viersitzer, wo ich bin. Ja, ja. Da ist er hingelaufen mit der Batterie. Ja. Jetzt fällt ihm auf, dass die Batterie nutzlos ist. Hm. Ich konnte halt leider ganz oben die Warte, Häuser aber hier an. Kommt Eierkopf. Oh, oh. Und er hat gesagt, er hat sich einen Schlüssel gehackt. Hast du dir einen Schlüssel gehackt? Ja. Ja. Sag mal, Eierkopf, wo steckst du den hin? Du hast doch gar nichts an. Steig doch mal ein, bevor du hier deine Lebensgeschichten erzählst. Weiß ich auch nicht. Warum riecht hier so streng der Schlüssel? In die Knastbrieftasche. Ja, kann das. Keine Panik, Eierkopf hat den Speedhack. Oh. Easy. Sind wir schon alle weg?
super short. Das sind halt die Vorteile, wenn man sagen kann, mein Kollege ist ein Hacker, ne? Ja, ja. Macht man sich selbst gut rausgehackt. Sehr gut. Sehr gut. Ich warte noch, ob jemand reinkommt oder nicht. Einer kommt noch. Der Schlüssel riecht echt ziemlich streng. Eierkopf, warum hast du eigentlich deine Füße lackiert? Deine Zehen? Sieht besser aus. Ah, okay. Wenn man schon nichts anhat, ne? Kommt der jetzt rein oder nicht? Der hat auch so einen richtigen Schablonenbart, ne? Aufgesprüht. Hört ihr das auch? Irgendwie im Radio? Kommst du da durchsagen? What? Haben wir noch Jason gerammt? Nee, ich glaube, der hat da jemanden geschlagen, der mit abhauen wollte. Ach so. Yes, guck mal. Also, das war ja, keine Ahnung, rein und weg. Rein und weg, Fastcar. Fastcar. Was ist das 5-Minuten-Auto? Fastcar, warte mal, warum erinnert mich das an. Ach, Dings, wegen. Da gibt's doch hier bei Age of Empires Fastcastle oder so, gibt's doch auch irgendwo. Und einer kommt schon wieder zurück direkt. Just da fat. Six Tails? Nee, Six Tails hieß der nicht, der bei uns mitgefahren ist. Der hatte so kyrillische Schriftzeichen. Ja, und wer war der andere? Eierkopf, du, also stimmt. Ich, plus Person 4. Stimmt. Ja, okay. Ich habe gedacht, ich weiß, ich vergesse immer, dass du nicht Mathe, nur... Nein, ich denke immer, du bist Mathe nur in meinem LK. Kopf. Ich vergesse immer, dass du anscheinend lebendig bist. Früher Mathe LK, aber dann... Guck mal, leg dir einfach mal ein Messerchen hin. Hast du gesehen? Ja. Er hat gesagt, hier, am Camp, Messercamp. Am Camp Snyder? Der hat eine Strategie, eine langfristige. Meinst du? Camp Snyder? Ich glaube schon. Er hat vielleicht so eine Route. Hier schieße ich mit der Knarre auf ihn, wenn er mich verfolgt. Habe ich mir das Messer. Oder wer weiß das schon so genau? Oder er dachte sich, okay, ich habe eins. Ist eins. Meinst du denn noch zwei? Die tankt er jetzt rein. Hat er die nicht gerade noch verfolgt? Die Gloria Hole mit ihrem Ehemann Harry Hole. Harry Hole. Harry Holmann. Okay, sie brauchen nur noch einen Schlüssel fürs Auto. Dann könnten sie abhauen. Ah, da muss ich immer an diesen Film Snowman denken. Wo Michael Fassbender halt einen Typen spielt namens Harry Hole. Weißt du, ja, weil ja. Harry Hole ausgesprochen wird, weil es irgendwie skandinavisch ist. Ja, ja. Aber Harry Hole, Mann, das. Komm, als Schriftsteller lass dich doch am Arsch. Kann mir nicht vorstellen, dass ihm das nicht aufgefallen ist. Ja, das ist Absicht. Sowas ist das Absicht. Das muss Absicht sein. Ja. Natürlich. Wenn die Leute anderes behaupten, aber das ist Absicht. Was machen die denn jetzt hier? Was macht er denn jetzt? Warum rennt er hier zu so einer Brücke? Junge, du kannst nicht einfach rausgehen. Hast du das Spiel schon mal gespielt? Weiß nicht, keine Ahnung. Was ist da drüben los? Ich glaube, er ist doch Crackerlies und Deo, nimm doch mal mit. Ah, da ist ein Schlüssel. Ajo. Ajo. Guck mal, wie er das Beinchen weggetreten hat. Okay, er hat anscheinend zu viele Messer in der Hose. Ja, zu viele Messer in der Hose. Chavez, ja. Kurz du auf die hast Karte? Gedacht, er wäre ein Amateur. Ich sagte, der hat Pläne. Ja, wahrscheinlich dreimal ducken, viermal drehen und Teleport. Wieso hat er denn versucht rauszurennen? Nee, der spielt so, als würde er ferngesteuert oder als würden da mehrere Leute vor dem Computer sitzen. Oder es ist ein typisches Egghead-Control. Ne, wie so Backseat-Player halt so typisch. Doch, man kann rausrennen, klar, ich kenne das. Mein Kuskeng macht das jede Woche zweimal. Mein Kuskeng? Und dann sagst du so, nein, das geht nicht. Hier, guck, zeig dir, dass es nicht geht. Doch, das geht auf jeden Fall. Ich habe ein Video gesehen, da hat er das gemacht. Ja, wo ist das? Gesehen. Wo ist denn das Video? Ja, weiß bei ich jetzt auch nicht mehr genau. Kanal, das solche Videos wirklich. Und wie ist der YouTuber, der das gemacht hat? Ja, das kann ich dir jetzt auch nicht so sagen. Ich dachte, du guckst den immer so. Ja, nee, keine Ahnung, hab ich wieder vergessen. Guck so viele Videos. Was macht der denn? Geh doch einfach zum Auto und fahr, du bist frei. Ja, wo ist denn Jason? Keiner weiß, wo der Typ sich rumtreibt. Und Jason ist verwirrt und betrunken. Billy Jason ist... Ja. Ich gehört, irgendwann im Lagerfeuer soll er sitzen und die Mundorgel zitschen. Ja, er sucht Schubladen, weil er einen Schlüssel will. Und der einzige Schlüssel... Hat er. Ist hier bei Charvis. Aber die wissen nicht, wie es geht, weil er von 6 Leuten gerade gleichzeitig beeinflusst wird. Ja, ne? Und von der Klopapierindustrie. Und von Echsenvampir-Hebräern. Die, wie man weiß, alle in der Klopapierindustrie. Auf jeden Fall.
Also bitte jetzt, komm schon. What's the problem? Da unten steht's doch. Oh, was sind das immer für komische Menschen, mit denen wir spielen? Ich verstehe das alles nicht. Ich verstehe das alles nicht. Ich hab keine Ahnung, Leute. Tut doch was. Geht doch einfach. Selbst der Charmin-Bär ist schon sauer. Ist der Jarvis jetzt tot? Nö, steht doch da. Oh, okay, ich wollte eben ganz kurz nicht auswählen. Ich dachte mir, der wäre vielleicht an. Keine Ahnung. Er geht zum Auto. Herz-Kreislauf-Versagen oder so gestorben. Wetten, dass es gegen irgendwas fährt? Irgendwie könntest du mir gut vorstellen, dass er jetzt noch das Auto schrottet. Ich weiß nicht. Das ist natürlich jetzt schade für die junge Dame, die das Auto quasi fit gemacht hat. Aber geht die nicht auch Richtung Auto? Ja. Ich weiß nicht, wo das steht, das Auto. Ja doch, da unten. Siehst du das? Da siehst du ja auch hier so ein bisschen noch von dem Eckchen. Da hinten siehst du die große Villa. Okay, all set. Time to get die Villa Pacanuccio. Irgendwie ist auch Jason aber verschwunden. Ich glaube, Jason ist out of the map. Hä, was macht die denn jetzt? Ich habe keine Ahnung. Ich wette, die will es irgendwie drauf ankommen lassen. Weißt du, so mit den Outplayen. Hä? Ich höre eine Melodie des Jasons. Ich höre auch die Jason-Melodie. Da oben aus dem Busch kommt er auf einmal. Auf einmal ist er da und legt eine Bärenfalle dahin. Eine Bärenfalle und verlangt Gebühren. Mautgebühren. Der Gebührenbär. Gebührenbär. Er verlangt die Gebärbühren. Gebärgebühren. Haben Sie schon Ihre Gebärgebühr bezahlt? Ja, weil der super viele Messer. Und eine Knarre. Nee, der hat ja die meisten Messer weggelegt. Ja, stimmt. Vier Messer habe es, nannte man. Oh, zu früh. Ja, zu früh. Too early. Und gegen den Baum. Oh, der kannte sich nicht aus. Der kannte sich nicht aus. Nee. Jetzt liegt's an der Frau. Wenn ihr jetzt Skill zeigt, dann kann sie entkommen. Aber guck mal, der schmust den gerade, ne? Hier wird ein bisschen rumgeschmust. Ja, aber die rennt jetzt einfach. Oh Gott, warum rennt die jetzt da hoch? Und entsaften. Schön. Ich wette, die wird irgend sowas machen wie: Ich mach den Dance. Den Safety Dance. La table. Ich glaube, sie macht so einen leichten Table. Ich wette, Jason kriegt es auch nicht wieder auf die Reihe, die zu finden, aus irgendeinem Grund. Oder was weiß ich? Niemand weiß das so genau. Nein. Eigentlich müsste sie es auch mitbekommen haben, dass sich das Auto bewegt. Ja, wie gesagt, ich glaube, sie ist eher so jemand, sie will die Konfrontation, sie will den Jason melken. Ja, oder? Ah, jetzt, guck mal, Radio angemacht. Und damit die Ablenkung gemacht, dass er denkt, oh, Pakanaka? Das, ja, das kann sein. Pack ne Jacques, sagen auch die Franzosen dazu. Pack ne Jacques. Und dann, ja, schnell ins Auto flippen. Ah, wo ist er denn? Ah, da oben. Stein, Alter, da war ein Stein. Haben sie es irgendwie schaffen? Macht auch noch hier so Twister-Moves. Oh, Alter, perfekt getimt. Sie weiß, wie man twistert. Ein guter Twister. Aber sie geht nicht zum Auto. Warum nicht? Da ist das Auto da, es steht dort. Was qualmt? Ja, nicht, alles, sich, ey, nicht alles, was qualmt, ist kaputt. Ich klopp die 20 Minuten. Oh, da ist noch eine. Er legt vor jedes Fenster erstmal eine Falle. Ja, lässt sich Zeit, ist halt. Ich hab Geduld, Jason. Das ist der Gedulds-Jason. Aber da ist auch noch ein Ding. Hat er da schon eine Falle gelegt? Ja, aber er macht die Fenster auch nicht kaputt. Mach doch mal die Kiste da auf, die Schublade. Da könnte noch irgendwie. Guck mal, das Toilettenpapier und Sprite. Ja. MacGyver könnte daraus eine Bombe bauen. Na toll. Nö. Der versteckt sich jetzt nicht echt unterm Bett. Au. Oh, jo, 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 jo. Oh, aber sie hat einen ledrigen Nacken. Was man auf YouTube nicht mehr sagen darf, ne? Nur so als Info. Ich hab's trotzdem getan. Wieso? Batman heißt es doch in anderen Ländern auch Lederlappen. Ja, aber Ledernacken darfst du nicht sagen. Oder eine ledrige. Rassismus. Ach so. Ach so, ja. Da könnten sich Menschen mit Lederhaut halt beleidigt fühlen. Ja, Ledervoll. So ist es manchmal, ne? Ledermenschen wollen auch. Ja, die Ledermenschen Respekt. Wollen auch Respekt und Liebe. Aber guck mal, das ist doch echt blöd jetzt. Also, oh, aber sie hat ein Messer, oder? Nein, was? Sie sagt so, ey, okay. You win.
Ganz komische Nummer, oder? Ja, man hätte echt alles machen können, ne? Aber ja, aber es war auch ein sehr komischer Jason. Ja, komisch, alles komisch, ich weiß auch nicht. Sehr, sehr komisch, sehr, sehr komisch. Im Endeffekt ist nur unser kleiner Partybus entkommen. Die anderen haben in die Röhre geschaut. Wir Party Party, aber nichts sagen. Ich und meine Jungs, wir machen Party Party, aber wenig Sahne. Party Party, aber keine Sahne. Ich habe keine Sahne. Früher, ich war Partysahne. Hä, ich habe eben gerade so ein Kichern im Hintergrund gehabt. Ja, irgendwie, du hast ja immer merkwürdige Seiten im Hintergrund auf. Die solltest du vielleicht schließen, wenn du aufnimmst. Gut, die schließe ich jetzt und ihr lasst eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen und immer schön Party machen.